In Costa Rica konnte ich solche giftige Greifschwanzlanzenottern beobachten. Der wissenschaftliche Name der Schlange lautet Botrytis schlegeli. Der Name setzt sich aus den zwei griechischen Begriffen Botros und Echis zusammen. Botros bedeutet so viel wie Grube und Echis so viel wie Viper. Grube deswegen, weil die Schlange im Gesicht solche Gruben hat und das sind so spezielle Sinnesorgane, mit denen sie Infrarotstrahlung wahrnehmen kann. Mit Hilfe von dieser Fähigkeit kann die Schlange warmblütige Beutetiere besser lokalisieren. Selbst in völliger Dunkelheit weiß die Schlange dann immer noch, wo sich eventuell ein Vogel, eine Maus oder die Hand eines Menschen befinden. Botrytis ist in Mittel- und Südamerika verbreitet. Es gibt mehrere Farbvariationen der Schlange, wie zum Beispiel gelb, braun, grün oder auch bunt. Das Gift der Schlange ist hochwirksam. Bisse können bleibende Schäden hinterlassen und auch tödlich enden. Also die Tierchen sind absolut nicht zu unterschätzen. Wenn man diese Schlange unvorsichtig behandelt, ja, dann kann es passieren, dass die einfach zuschlägt, ganz ohne Vorwarnung. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass wenn man sich im Lebensraum der Schlange achtsam genug verhält, sodass man das Tier rechtzeitig erkennt, dann geht von ihr kaum eine Gefahr aus. Eine Botrytis wird niemals ohne Grund von ihrem Ast herunterklettern, nur um einen Menschen zu beißen. Das wird nicht passieren. Für die medizinische Behandlung des Bisses steht übrigens ein monovalentes Antiserum zur Verfügung. Wenn euch diese Schlange gefällt und wenn euch mein Video über diese Schlange gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch Schlangen interessieren, abonniert mich. Ich bringe immer wieder etwas über diese Tiere. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.